Meine Lieben, ja, dieses Video, wie ihr schon am Titel erkennen könnt, wird ein kleines Infovideo. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video überhaupt hier mache. Aber ich habe mir dann gedacht, dass ich euch auch nicht irgendwie noch falsche Hoffnungen machen möchte oder dass ihr halt eben weiter hofft, dass bestimmte Videos kommen und ja. Also der Punkt ist, ich habe beschlossen, dass ich jetzt mit Monster High Puppen kaufen und so aufhören werde. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich Monster High hasse, ganz im Gegenteil, ich liebe es immer noch. Bloß, sagen wir mal so, die neueren Puppen sprechen mich einfach nicht an. Ich habe diesen Drang einfach nicht mehr, wenn ich eine Puppe sehe, dann und der Drang, der ist einfach nicht da, sie zu haben. Ja, also irgendwie ist das nicht mehr so. Also es ist ja auch schon länger her, seit ich eine Monster-Puppe gekauft habe. Die letzte war, glaube ich, die Free-to-Tick Frankie. Und das war auch die allerletzte Puppe, bei der ich gesagt habe, oh, die musst du haben. Aber so richtig bei einer Monster-Puppe, wo ich mir gedacht habe, oh, die muss ich unbedingt haben, die will ich unbedingt in meiner Sammlung haben. Das ist so lange her, dieses Gefühl. Und ich glaube, das letzte Gefühl war so bei den Isle of Fashions-Puppen, also die ich habe. Wie jetzt, also Wydona, Scarra und Claudine, ja, wo ich die jetzt bei anderen YouTubern, bei amerikanischen YouTubern gesehen habe, da habe ich mir gedacht, oh, die will ich haben, die ist super geil. Aber dieses Gefühl habe ich irgendwie heute gar nicht mehr. Irgendwie, ihr merkt es ja selber, ich mache immer mehr Sailor Moon Videos und wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, das hat was mit Sailor Moon zu tun, dass ich jetzt aufhöre mit Monster High Puppen kaufen, nein, das hat nichts damit zu tun. Der Grund ist einfach, wie gesagt, dass dieses Gefühl einfach weg ist. Dieses, ich suche nicht mehr so nach Puppen wie damals. Also ich habe ja wirklich damals gesucht wie eine Gestörte, habe mich durchgefragt, woher bekommt man die und die Puppe und wo am günstigsten. Das mache ich gar nicht mehr. Und ich habe auch jetzt gestern, habe ich mal meine ganzen Sammlungen komplett umgestellt. Also sieht jetzt schon wieder ganz anders aus. Und beim Umstellen von meinen Monster-Puppen habe ich mir einfach so gedacht, hast du überhaupt noch Puppen, hast du eigentlich Platz für neue Puppen? Und die Antwort war nein. Ich habe ja noch vorgehabt, die Joliop, wenn die so heißt, ich weiß nicht, ihr wisst schon, wie ich meine. Ich meine die ganz große von Freak to Cheek, die wollte ich mir eigentlich kaufen, aber ich habe gar keinen Platz für sie. Ja, ich würde sie ja gerne dann hinstellen, aber das kann ich nicht, weil ich keinen Platz habe, weil sie zu groß ist. Und in meinem kleinen Regal, wo meine Monster-Puppen ja drin stehen, in dem schwarzen Regal, ist kein Platz. Da ist, die sind zu klein und sie ist einfach zu groß. Und deswegen hinsetzen möchte ich sie nicht, weil sie soll ja wirken in ihrer Größe und das kann sie dann nicht. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, nein. Welche ich mir dann noch kaufen wollte, war ja Easy Dawn Dancer. Die finde ich optisch zwar mega, mega cool. Aber dass ich jetzt sagen muss, oh, die muss ich haben. Oder genauso auch was den Platz angeht, den habe ich auch nicht. Die einzigste Puppe, die wo gar nicht sicher ist, dass ich mir die kaufe, das wäre die Poltergul, also die Spectra. Die wollte ich mir schon seit längerer Zeit mal kaufen, aber ich kam immer nie dazu. Und ja, es ist einfach, dieser Drang ist nicht mehr da. Und ich kann auch nicht sagen, warum. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass Mattel nur noch Scheiße produziert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also in meinen Augen ist es eigentlich, ja. Ich meine, auch jetzt so die neueren Puppen, ne, von dem neuen Monster High Film, diese Meerjungfrauen, die sprechen mich optisch nicht an. Also die sprechen mich überhaupt nicht an. Also anfangs fand ich als einzigsten Horalei und Frankie toll, aber je öfter ich die in Videos sehe, desto schlimmer finde ich die irgendwie. Und auch so die anderen Charaktere, die neuen Charaktere, finde ich schrecklich. Also die eine hat ein total eckiges, riesengroßes männliches Gesicht, finde ich. Und die zweiköpfige sieht als Puppe total bescheuert aus. Also sicherlich werde ich sie im Film mögen, klar. Aber als Puppe finde ich sie nicht toll. Und klar, es ist mal was anderes. Das macht ja Monster High auch aus. Aber für mich ist das irgendwie nichts. Ich meine, was jetzt Meerjungfrauen betrifft, ich habe mir schon immer von Monster eine Meerjungfrau gewünscht. Die habe ich durch Serena bekommen. Und ich meine, der Film wird bestimmt toll. Also will ich auch nichts sagen. Es geht bestimmt auch wieder um Dracula, wer weiß. Ja, aber
da ist nicht so wirklich der Drang da, diese zu haben. Und geschweige denn, dass ich den Platz hätte. Denn ich habe jetzt meine ganzen Monster-Head-Puppen und Everfter-Puppen auf ein Regal geklatscht. Weil ich auch viele, also was heißt viele, ich habe ein paar Puppen halt beiseite getan, weil ich die jetzt verkaufen möchte. Ich verkaufe jetzt auch ein bisschen was von Monster High, wo ich sagen kann, das brauche ich nicht mehr, das kann ich abgeben. Aber denk jetzt bitte echt nicht, dass ich Monster High hasse oder keine Ahnung. Also ich liebe immer noch Monster High. Ich liebe die Filme, ich liebe meine Puppen, die ich habe. Und ich würde die, wo jetzt ich noch habe, würde ich nie hergeben. Wie jetzt zum Beispiel meine Basics, die sind mir heilig. Oder auch andere Puppen, die ich von meinem Freund bekommen habe, zum Einjährigen, wie jetzt zum Beispiel die Laguna Dawn of the Dance oder die mein Freund mir einfach mal so geschenkt hat oder zum Geburtstag oder was weiß ich. Und ja, und diese, oder einfach Puppen, die ich auch optisch toll finde, die gebe ich nicht her. Und ja, aber wie gesagt, also denkt jetzt nicht, ich bin irgendwie, na, ich hasse Monster High oder was weiß ich. Ja, aber Sailor Moon hat damit nichts zu tun. Wie gesagt, da ist eigentlich Mattel schuld. Gibt Mattel die Schuld. Ja, aber ich habe diesen Drang einfach nicht mehr, Puppen zu kaufen. Ihr merkt ja selber, ich habe echt schon lange, lange kein Monster High Video mehr gemacht. Also jetzt hier, ne? Review und so, neue Puppe und so. Weil ich einfach den Drang nicht habe. Ach jetzt so, ich war letztens mal wieder im Real. Und ich habe mal ganz kurz zu Monster High geschaut, aber das war's. Also ich habe dann zu Ever After High und zu Dragons geguckt. Ja, aber es ist nicht mehr so wie damals, dass ich da zum Regal hingegangen bin, wie nix störe. Und hätte am liebsten jeden, der mir im Weg war, zum Regal, dass ich den weggeschubst hätte, am liebsten. Das ist nicht mehr. Was ich selber traurig finde, ihr merkt ja, also ich finde es ja selber scheiße, ganz ehrlich. Weil Monster High, ich liebe Monster High. Ich habe das damals gesehen und war total hin und weg. Das war Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. Ich habe das echt total geliebt. Und also ich liebe es immer noch. Weil Monster High einfach mal was anderes ist. Und ja, und wenn Mattel jetzt wirklich das vorhat, was da hier überall gezeigt wird, hier das Monster High zu normalisieren und hier, dass sie mehr nach Menschen aussehen wie Monster, das hat für mich nichts mehr mit Monster High zu tun. Und deswegen diese großen Augen, diese großen Manga-Augen und dieses Vermenschlichte, das passt überhaupt nicht zu Monster High. Und deswegen, das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich jetzt sage, dass es Schluss ist. Ja, mein Name, den behalte ich aber, den Spectrum Wandergeist. Erstens kennt ihr mich unter dem Namen. Und zweitens, ja, liebe ich ja trotzdem noch Monster High und auch meine Spectrum natürlich. Warum ich auch deinen Namen behalte. Ja, also das war's eigentlich auch, aber jetzt denkt echt nicht, das hat was mit Sailor Moon zu tun, weil ich halt nur Sailor Moon Videos im Moment mache oder auch ab und an Ever After High. Sailor Moon hat damit null zu tun. Sailor Moon kenne ich ja auch schon seit ich 8 bin und es ist für mich, Sailor Moon verbinde ich eigentlich viel mit meiner Kindheit. Ich habe damals viel Zeit mit Sailor Moon verbracht. Ich hab die Serie geschaut. Ich habe meine Hörspiele angehört, die ich damals hatte. Und ich hole jetzt einfach auch das nach an Sailor Moon, was ich damals nicht hatte. Ich durfte damals zum Beispiel keine elektronischen Sachen bekommen. Also ich hatte ja nur Barbie-Puppen, damals die von Eagle. Und ich hatte Hörspiele, ich hatte CDs, ich hatte die Musik-CDs, ich hatte die Hörspiel-CDs dann später. Ich hatte Bettwäsche, Kissen. Lauter so kleines Gedönsel, aber ich hatte nie die Stäbe, die Musik machen, ich hatte nie die Broschen, die Musik machen. Ich habe keine Ahnung warum. Wahrscheinlich haben meine Eltern gedacht, hier, ich würde total auf den Sack damit gehen. Und das hole ich jetzt einfach damit nach. Ne? Dadurch, dass ich jetzt wieder Sailor Moon angefangen habe zu sammeln. Dass ich jetzt einfach mal das kaufen kann, was ich möchte. Keiner redet mir mehr rein, keiner sagt, hey, ne, das darfst du nicht haben, sondern ich bestimme, was ich mir kaufe und was nicht. Und durch den Proplica Crystals, da habe ich mir schon einen großen Wunsch erfüllt, endlich meine Lieblingsbrosche zu haben, die Musik macht, ja. Und ich hole es jetzt einfach nach. Dadurch, dass jetzt auch wieder Sailor Moon total populär ist, durch Sailor Moon Crystal, da wo das angefangen hat zu erscheinen. Und auch jetzt so die ganzen Merch und ja, es kommt ja immer wieder neue Sachen nach. Ich habe jetzt auch wieder auf Facebook in der Sailor Moon Gruppe gesehen, dass von den Three Lights,
wieder neue Pet Covers rauskommen werden. Also jetzt nicht diesmal als Starlights, wie sie ja schon rausgekommen sind, die ich auch habe, sondern diesmal als Treelights, also in ihren Anzügen. Und ja, und halt auch Bunny kommt raus mit ihrer Tunnel-Brosche, also aber in Schuluniform. Und ja, die kommen jetzt raus und von den Pull-Ups kommen jetzt die Three-Lights raus, obwohl ich jetzt die Pull-Ups ja nicht so berauschend finde, aber die haben es mir schon irgendwie angetan. Und da bin ich echt am überlegen, ob ich mir dann Fight davon kaufe, wenn der ja nicht so teuer ist. Ja, aber wie gesagt, ich wollte es euch einfach nur sagen, dass ich jetzt beschlossen habe, dass mit Monster High jetzt echt Schluss ist. Ihr müsst auch bedenken, ich bin ja fast 26. Ich werde dieses Jahr 26. Ich gehe mit ganz, ganz großen Schritten auf die 30 zu. Und ich habe es auch schon mal in meinem letzten Infovideo gesagt oder in einem meiner Infovideos gesagt, dass ich heute auch in meinem Leben also noch was erreichen möchte. Ja, ich möchte auch irgendwann mal mit meinem Freund Familie gründen und ja, mal das Ganze erleben. Und das kann ich nicht, wenn ich nur Geld in Puppen stecke oder in Puppen, die mir zwar vielleicht mal gefallen, aber die ich dann vielleicht ein halbes Jahr später oder ein Jahr später dann trotzdem wieder verkaufe. Und ich finde, es ist dann nicht der Sinn der Sache. Man sollte dann schon trotzdem noch Spaß dran haben. Und ich kann jetzt auch die Entscheidungen von One Piece Chronitopia oder von Cupcake Freak 17, die zwei kennen hier sicher noch, kann ich die jetzt echt gut verstehen, dass sie aufgehört haben mit Monster High. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich jetzt eben sage, dass es jetzt vorbei ist. Aber ich kann die Entscheidung der beiden jetzt echt total gut verstehen. Hört sich zwar bescheuert an, aber ist einfach so. Und ja, ich wollte euch einfach jetzt nicht in Unwissenheit wiegen. Ich möchte euch einfach die Wahrheit sagen. Es kam mir gestern einfach so dieser Gedanke auch. Und ich habe jetzt schon auch seit längerer Zeit überlegt, aufzuhören. Ich wollte eigentlich Mattel noch eine Chance geben und wollte einfach mal abwarten, dass sie mal was Gescheites mal wieder rausbringen. Aber diese ständigen, diese neuen Release von den Basics und dann die Basics hier in riesig und ich weiß nicht, was das soll. Und deswegen ist nicht so mehr meins. Also was Mattel für Pumpe rausbringt, ist nicht mehr meins. Wenn Mattel mal wieder gescheite Pumpe rausbringt und von einem Film, die ja keine Ahnung wie bombastisch ist, dann werde ich mir sicher vielleicht auch Puppen davon kaufen. Mal schauen. Aber jetzt im Moment könnt ihr damit rechnen, dass jetzt erstmal keine oder dass keine Videos mehr von Monster High kommen. Ihr werdet jetzt auf meinem Kanal, ihr merkt, mehr Sailor Moon sehen. Ab und an Dragons und ab und an auch Ever After High, weil ich mir auch ab und an sicher noch eine Ever After High Puppe kaufen werde. Aber mit Monster High ist es jetzt erstmal vorbei. Bis ich mir vielleicht irgendwann mal in der fernen Zukunft mir Poltergul kaufe. Oder Mattel es mal schafft, mal wieder gescheite Puppen rauszubringen mit gescheiter Qualität. Weil ich sehe es auch nicht ein, Schweinegeld dafür zu bezahlen für Puppen, die qualitativ echt mies sind. Und genauso diese Puppen, die jetzt diese steifen Arme haben und alles. Ich meine, gut, für jüngere Kinder ist es bestimmt was Tolles. Ne? Da brauchen sie keine Angst mehr zu haben, dass irgendwie dass die Armgelenke kaputt gehen oder so. Finde ich jetzt nicht schlecht, aber sonst ist irgendwie, weiß nicht. Es ist einfach nicht mehr so wirklich das, was Monster High mal war. Und Mattel schafft es eigentlich jetzt im Moment, Monster High richtig zu versauen. Meiner Meinung nach. Also könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das darüber denkt. Aber ja, auf jeden Fall, bevor das Video jetzt noch länger wird, bevor ich euch jetzt hier noch keine Ahnung wie viele Minuten zusammenquassel, ich wollte euch einfach nur informieren und ich möchte euch aber auch bitten, irgendwelche bescheuerten und unnötigen Kommentare zu lassen. Also jetzt irgendwie, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich will jetzt auch niemanden ansprechen, aber es gibt bestimmt solche Spezialisten hier unter euch, die jetzt meinen, irgendwie, ja, gemein zu werden, sage ich jetzt mal. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt jetzt hier wegen meiner Entscheidung, mit Monster High aufzuhören. Aber ich möchte euch bitten, dass es friedlich ist und nicht hier irgendwie total gemein und beschimpfend und was weiß ich nicht.
Ja, auf jeden Fall wollte ich euch das sagen. Das hat mir jetzt irgendwie keine Ruhe gelassen. Ich habe schon immer auf Arbeit so drüber so nachgedacht, ob ich das Video jetzt überhaupt mache oder nicht. Aber im Endeffekt habe ich mir dann einfach gedacht, ja, dass ich es machen soll, weil ich ab und an lese ich ja trotzdem die Frage, hier, wann machst du mal wieder Monster High Videos, du machst du noch Sailor Moon Videos, wann machst du mal wieder Monster High Videos, und deswegen, damit diese Fragen einfach nicht mehr kommen, mache ich jetzt dieses Video. Und ja, genau, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Und ich lasse jetzt einfach mal den Text weg hier mit, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ich wollte euch einfach, wie gesagt, nur informieren. Und ja, das war's eigentlich schon. Ja, ansonsten kommentieren, abonnieren, liken. Und ach ja, und übrigens, wenn ihr jetzt meint, mich deabonnieren zu müssen, dann macht's. Ja, aber wie gesagt, wenn es mir einfach keinen Spaß mehr macht, mit Monster High oder Monster High Puppen zu kaufen oder mich irgendwie dazu gezwungen zu fühlen, Monster High Puppen zu kaufen, nur damit ihr eure Monster High Videos bekommt, das mache ich nicht. Und ich will ja mich dran freuen, was ich mir kaufe. Und wenn ihr jetzt Monster High Videos auf meinem Kanal sehen wollt, neue Videos von Monster High, dann muss ich euch leider enttäuschen, und dann ist dieser Kanal nicht mehr der richtige Kanal für euch. Weil jetzt bei mir läuft nur noch Sailor Moon, Dragons und Ever After High. Und vielleicht mal ganz, ganz selten Frozen. Aber von Frozen habe ich mir schon lange nichts mehr gekauft. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ist auch nicht böse gemeint, ne? Also nicht böse, böse auffassen, aber ihr wisst auch, wie ich bin. Ich sag, was ich denke, und ja. Genau, meine Lieben. Also kommentieren, abonnieren, liken, und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Und da werde ich jetzt endlich mal die Review zu der SH Figure Arts Sailor Pluto machen. Und ja, meine Lieben, bis zum nächsten Video. Bye bye.